Liebe Stefanie, du bist in Schladming aufgewachsen und hast dir einen Toteisboden ausgesucht, ein Moor, ein Steilhangmoor. Was ist das Besondere für dich an der Landschaft, dass du dich damit beschäftigen wolltest? Was mich interessiert hat, ist die. Es ist ein sehr kleines Gebiet, also kleiner wie gedacht. Also von meinen Recherchen dann kleiner wie gedacht. Und man geht da so einen Weg spazieren und es ist wirklich von einem Schritt auf den anderen ist eine komplett andere Landschaft. Also die Bäume sind niedriger und eine andere Vegetation ist da und auch ein anderes Mikroklima. Also das, man spürt es wirklich. Und man geht ein paar Schritte weiter und dann ist es schon wieder vorbei. Also es ist irgendwie ein ganz kleines Gebiet, in dem alles anders ist. Und das Medium Film, das ja letzten Endes auch eine Lichtzeichnung ist, was tut das in der Analyse von Landschaften? Warum praktisch ist dieser medienreflexive Zugang für dich so fruchtbar? Ich finde, es ist ein sehr gutes Medium, eben um die Abdrücke zu wiederzugeben oder die Spuren auch, die Natur hinterlässt. Und es ist ein organisches Medium, genauso wie das eine organische Landschaft ist. Und das finde ich, gibt eine gute Synergie. Ganz wunderbar, Dankeschön.